oder? Nein, muss es jetzt 5. Was? Ja? Thank you.
Aus Frauen, die an der Seite ihrer Männer gekämpft haben, haben es 70, 72 Tage lang geschafft, zu widerstehen der Bourgeoisie. Sie haben damals schon vor 150 Jahren erreicht, nach sich das Proletariat lange sehnte. Sie haben die Rechte der Arbeitenden, der Schaffenden, haben sie gestärkt. Sie waren aber noch nicht organisiert. Diese Organisation hatte dazu geführt, dass sie blutig niedergeschlagen werden konnte, die Pariser Kommune. Aus dieser Niederlage hat Ernst Thälmann Lehren gezogen. Er wusste, nur eine organisierte, starke, kampfbereite und jederzeit verteidigungsbereite proletarische Revolution kann siegreich sein. 40 Jahre hat die DDR bestanden. 30 Jahre davon habe ich in ihr gelebt. Ich hatte keine Sorge vor Arbeitslosigkeit.
vorab Obdachlosigkeit. Nein, das waren alles Errungenschaften, die beruhten auch auf der Pariser Kommune. Das wurde umgesetzt in der DDR. Und dafür, weil dem Kapital Profit dadurch verloren gegangen ist, dafür wurde und wird die DDR bis heute verteufelt. Aber nicht nur, weil Profit verloren gegangen ist. Auch andere, die Verrat am Proletariat begangen haben, bei der Konterrevolution, brauchen die Dämonisierung der DDR, um ihre Taten zu verteidigen. Sie müssen ihre Konterrevolution und die anschließende Annexion der DDR ja irgendwie rechtfertigen. Sie werden nicht zugeben, dass für viele das Leben schlecht, unsicher, sozial unausgewogen ist, nur weil eine Handvoll davon profitiert, von diesem System der Ausbeutung. Es ist geboten, sich zusammenzuschließen. Die DDR gibt's nicht mehr. Jetzt muss die Räterepublik her. Darum, Berliner, organisiert euch in der revolutionären Front. Nur gemeinsam. Und diese Erkenntnis haben wir auch der Pariser Kommune und Ernst Helmer zu verdanken. Nur gemeinsam werden wir die Bourgeoisie für immer schlagen. Ich habe nicht gelesen, ich habe es nicht gelesen.